call upon the defendant, Franz von Papen. Eure Lordschaft, hohes Gericht. Als ich 1919 in die Heimat zurückkehrte, fand ich ein von politischen Kämpfen der Parteien zerrissenes Volk vor, das aus dem Zusammenbruch nun eine neue Lebensform zu finden suchte. In diesen Unglückstagen meiner Heimat glaubte ich, als verantwortungsbewusster Deutscher nicht tatenlos abseits stehen zu dürfen. Es war mir klar, dass eine Wiedergeburt des Vaterlandes allein auf dem Wege des Friedens und der geistigen Auseinandersetzung möglich war. Eine Auseinandersetzung, die nicht nur um die politische Form ging, sondern vielmehr noch um die Lösung des brennendsten sozialen Problems, die Voraussetzung für jede innere Befriedung. Gegenüber dem Ansturm rationalistischer Ideologien galt es, und das war meine innerste Überzeugung, das Christentum als Ausgangspunkt des Neuaufbaus zu erhalten. Vom Ausgang dieser inneren Auseinandersetzung musste auch die Aufrechterhaltung des europäischen Friedens abhängen. Der ganze Einsatz meiner besten Jahre hat dieser Frage gegolten. In der Gemeinde, im Parlament, im Staate Preußen und im Reich. Wer die Tatsachen kennt, weiß, dass ich mich 1932 nicht zu dem hohen Amte gedrängt habe. Hindenburgs dringender vaterländischer Appell war mir Befehl. Und wenn ich mit ungezählten anderen Deutschen in der Zwangslage von 1933 mich an hervorragender Stelle zur Mitarbeit entschlossen habe, dann, weil ich es für meine Pflicht hielt, weil ich an die Möglichkeit glaubte, den Nationalsozialismus in verantwortungsbewusste, ruhige Bahnen lenken zu können, weil ich hoffte, dass die Aufrechterhaltung christlicher Grundsätze das beste Gegengewicht gegen ideologischen und politischen Radikalismus sein und eine friedliche innere und äußere Entwicklung gewährleisten werde. Es ist erreicht worden. Die Kraft des Bösen war stärker als die des Guten und hat Deutschland unrettbar in die Katastrophe getrieben. Aber sollen deshalb auch diejenigen verdammt werden, die im Kampfe des Glaubens gegen den Unglauben die Fahne des Ersteren hochgehalten haben? Und berechtigt es Justice Jackson zu der Feststellung, ich sei nur der frömmelnde Agent einer ungläubigen Regierung gewesen? Oder was gibt Sir Hartley Shawcross das Recht, mit Hohn und Spott und Verachtung zu sagen, er zog es vor, in der Hölle zu herrschen, anstatt im Himmel zu dienen? Meine Herren Ankläger, dieses Urteil steht nicht Ihnen zu, das steht einem anderen zu. Aber ich frage, steht nicht die Frage nach der Verteidigung der transzendenten Werte heute noch stärker im Mittelpunkt der Bemühungen
um den Neubau einer Welt? Ich glaube, dass ich mit einem reinen Gewissen mich der Verantwortung stellen kann. Liebe zu Heimat und Volk waren allein entscheidend für alle meine Handlungen. Ich habe ohne Menschenfurcht gesprochen, wenn ich sprechen musste. Nicht dem Naziregime, sondern dem Vaterlande habe ich gedient, wenn ich trotz herbster Enttäuschungen über den innerpolitischen Fehlschlag meiner Hoffnungen versucht habe, von diplomatischen Stellungen aus wenigstens den Frieden zu retten. Wenn ich mein Gewissen prüfe, so finde ich keine Schuld da, wo die Anklage sie sucht und behauptet. Aber wo wäre ein Mensch ohne Schuld und Fehler? Historisch gesehen macht diese Schuld an jenem tragischen 2. Dezember 1932 liegen, als ich nicht versuchte, den Reichspräsidenten mit allen Mitteln zu bewegen, seinen Entschluss vom Vorabende aufrechtzuerhalten, trotz Verfassungsbruch und trotz der Drohung General von Schleichers mit dem Bürgerkriege. Will die Anklage wirklich alle Menschen, die sich ehrlichem Wollen zur Mitarbeit gestellt haben, verdammen? Will sie behaupten, dass das deutsche Volk 1933 Hitler gewählt habe, weil es den Krieg wollte? Will sie wirklich behaupten, dass es in seiner überwältigenden Mehrheit die gewaltigen seelischen und materiellen Opfer bis zum Opfer seiner Jugend auf den Schlachtfeldern dieses Krieges gebracht habe, für Hitlers utopische und verbrecherische Ziele? Das Hohe Gericht steht vor der unendlich schwierigen Aufgabe, ohne zeitlichen Abstand von der Katastrophe Ursache und Wirkung der historischen Entwicklung in ihren wahren Zusammenhängen zu erkennen. Nur wenn dieses Hohe Gericht die historische Wahrheit erkennt und anerkennt, wird der geschichtliche Sinn dieses Prozesses erfüllt. Nur dann wird das deutsche Volk, obwohl sein Reich zerstört ist, die Erkenntnis seiner Fehler, aber auch die Kraft für seine zukünftige Aufgabe finden.